Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Produkte, die ich mal wieder nicht benutzen kann und nicht wieder für euch testen kann, weil ich immer noch keine Badewanne habe. Also noch konnte ich sie mir nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich habe kurz nachdem ich die Tee bei TT-Sept Schaumbäder bekommen habe, erreichte mich ein zweites Päckchen von TT-Sept und dort waren dann Badesalze und dergleichen drin und ich habe gedacht, ich zeige euch die mal. Die konnte ich noch gar nicht ausprobieren, da ich schlicht und ergreifend seitdem nicht mehr bei meinem Freund war. Und er jetzt auch erstmal ein paar Tage zu mir kommt und ich weiß noch nicht, wann ich wieder bei ihm bin. Deswegen Badezukunft ungewiss. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch so nach und nach, was ich für tolle Sachen bekommen habe. Ihr habt das ein oder andere bestimmt schon gesehen, weil ich glaube, die Sachen sind auch schon erhältlich. Und zwar haben wir hier einmal ein... eine Tiefenentspannung mit ätherischen Ölen, ein Entspannungsbad. Schaut mal, so sieht das aus. Enthalten sind 125 Milliliter und es ist ein hochkonzentriertes Teilchen. Und ich habe noch nicht dran geschnuppert, das habe ich mir extra fürs Video aufgehoben. Ihr wisst, ich mache sowas ganz gerne das erste Mal vor der Kamera, damit ihr auch meinen Hardcore ersten Eindruck erfahrt von mir. Und ja, falls ich heute irgendwie ein bisschen viel schmatze und Schnee von sonst was, ich bin irgendwie heute ein bisschen verschleimt. Voll lecker, ne? Ich weiß, total. Deswegen, ja, also viel schmatzen und viel, ja, vor sich hin knarzen sozusagen. So sieht's aus übrigens und es ist eine tiefblaue Farbe. Wie gesagt, es enthält ätherische Öle und soll für nachhaltige Entspannung und innere Ruhe sorgen. Und auf der Packung steht auch was Interessantes, nachweisliche Langzeitwirkung. Da. Das ist ja öfters sowas, wenn man so schön baden war, dann ist die Wirkung des Bades ja meistens nach einer Weile weg. Erstmal ein paar Eckdaten. Jetzt habe ich natürlich den Zettel nicht nach oben gelegt. Ich habe nämlich noch ein paar Infozettel bekommen. Und zwar ist der die unverbindliche Preisempfehlung 5,49 Euro. Und ja, was steht denn hier dabei? Die einzigartige TT-Sept-Wirkstoffkomposition mit hochwertigen ätherischen Ölen aus Jasmin und indischer Melisse sowie Wolkenblumenextrakt, das klingt irgendwie so schön, so Blümchen auf Blumenstängel, wurde auf die spezifischen Bedürfnisse bei körperlicher und geistiger Anspannung abgestimmt. Sie führt im Zusammenspiel mit warmem Wasser zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Also ein richtiges Zen-Bad sozusagen. Jetzt wollen wir mal schnuppern. Das riecht mir, das kommt mir sehr bekannt vor. Also es riecht nach irgendwelchen Ölen, so wie wenn man sich so ein Öl auf die Haut macht, so zur Massage oder einfach so zur Entspannung. An irgendwie sowas erinnert es mich. Oh, das ist ein sehr, sehr angenehmer Duft. Weich, aber auch so leicht, wie als wenn da noch Zitrus mit drin wäre. Kann aber auch sein, dass es die Melisse war, ist, die so ein bisschen in die Richtung riecht. Und einfach wirklich ein sehr, sehr, so eine Mischung aus einem frischen Duft und einem entspannenden Duft. Ihr wisst ja, so entspannende Düfte sind ja öfters ein bisschen schwerer und weicher und so, wie heißt es nochmal, so peppige Zitrusdüfte sorgen halt oft für Frische. Und das riecht sehr, sehr, sehr angenehm. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Muss ich einfach. Da bin ich total gespannt drauf. Zur Anwendung, weil das konzentriert ist. Hier steht zur Dosierung je nach Wannengröße für ein Vollbad. Eine innere Verschlusskappe des Badezusatzes dem 32 bis 38 Grad Celsius warmen Badewasser zugeben und wieder 10 bis 15 Minuten baden. Und wieder werde ich da drinnen liegen, ungefähr eine Stunde, bis das Wasser eisig kalt ist und mich dann erst rausschälen. Hinterlasse wahrscheinlich dann noch so einen blauen Rand in der Badewanne. Bevor wir uns aber an die Badesalze machen, zeige ich euch hier noch eine schöne Maske. Und zwar ist das die Schlaf dich schön Maske von Merz Spezial. Wundert euch nicht, Merz Spezial ist die Firma, die TT-Sept herstellt, deswegen ist das Produkt da drin. Mit Hyaluronsäure und Feigenextrakt stimuliert die hauteigene Regeneration und unterstützt den Schönheitsschlaf ihrer Haut und ist dermatologisch bestätigt. So bestätigt, finde ich, klingt irgendwie doof. Das sagt mir gar nichts, ist total nichtssagend, finde ich jetzt. Jedenfalls ist das kein nagelneues Produkt, glaube ich. Ich meine, das gibt es schon. Ich habe das noch irgendwo hier rumfliegen. Es kann sein, dass das jetzt eine neue Sorte ist oder so.
Jedenfalls ist das eine Maske, da kann ich euch gleich mal sagen, die Maske bis zu dreimal wöchentlich großzügig auf das gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und Rückstände mit einem Kosmetiktuch entfernen und einmassieren. Kommen wir mal zu der Anwendung. Schöne Haut über Nacht. Mit März-Spezial schlaft die Schönmaske kein Traum mehr. Denn nachts läuft die hauteigene Regeneration auf Hochtouren. Diesen Prozess unterstützt die wirksame Formel von Hyaluronsäure, Feigenextrakt und Panthenol ideal. Sie stärkt die Feuchtigkeitsbarriere und damit die hauteigenen Widerstandskräfte, beruhigt und entspannt. Die Haut kann sich erholen, erneuern und wieder aufbauen. Das Geheimnis der März-Spezial Schlaf die Schönmaske liegt in den Naturproteinen, den sogenannten Mikrobionen. Durch die werden die Wirkstoffe bis zu den Hautzellen transportiert. Ich kann heute nicht lesen und ich kann heute nicht reden. Voll ätzend, es tut mir voll leid, ihr Süßen. Und können so ihre volle Wirkung tiefenwirksam entfalten. Die Haut wird von innen wieder aufgebaut, für alle Hauttypen. Ich meine aber gelesen zu haben, oder auf der letzten zumindest, dass man die über Nacht auftragen kann. Nee, also steht hier auch nicht drauf. Oder doch hier. Für einen besonders intensiven Pflegeeffekt die März-Spezial-Schlaf die Schönmaske dünn auftragen, einmassieren und über Nacht einwirken lassen. Genau. Ich wusste, man kann die wirklich über Nacht einwirken lassen. Genau, die kann man über Nacht benutzen. Hier bin ich mal gespannt. Ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, die letzte, da kam ich einfach nicht zum Testen oder Ausprobieren für euch, weil ich mich leider echt immer treten muss, eine Maske zu verwenden. Ich vergesse das ganz oft. Ich bin da ganz, 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 ganz schlecht mit. Ich nehme mir das immer vor und dann irgendwie haut es dann doch nicht hin. Kommen wir zum allerersten Badesalz und das ist dieses schöne Teil hier und schaut einfach mal, die Verpackung ist schon sowas von allerliebst und winterlich und gemütlich. Das ist die Limited Edition Deine Kuschelzeit, hier wie alles andere, was jetzt folgt, von TTZ und ist ein Pflegebad mit fruchtig winterlichem Duft für geschmeidig weiche Haut. Mit Goldglitzer steht hierbei. Mit Goldglitzer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das heißt, wenn ich aus der Wand steige, habe ich dann einen glitzernden Hintern. Astrein. Wunderbar. Stehe ich total drauf. Reichhaltiges Badesalz, Fruchtpunsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sind immer so drei Löchlein drin, oben auf diesen Punkten. Kann man schnuppern. Das riecht wie Wein. Das riecht echt wie so ein Wein. Fruchtig. Beerig. Wie so ein Wein, den man auf dem Weihnachtsmarkt bekommt. Aber kein Glühwein, sondern so. So eine winterliche Mischung ist das. Kostet übrigens 1,39 ist die Preisempfehlung. Und was sagt TTZ denn dazu? Tauchen Sie ein, oh wieder dramatisch, tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Winterzeit von TTZ Sinnessalze, Deine Kuschelzeit. Sanft umschmeicheln die zarte Farbe Rosé und der köstliche Duft von Fruchtpunsch die Sinne. Der glitzernde Goldschimmer verleiht Ihrem Winterbad einen ganz besonderen Zauber. Meinem Arsch hinterher auch. Dieses Geschenk wird Sie berühren. Genau, der Glitzer berührt mich. Also ich bin natürlich mal gespannt, wie dieser Glitzer sich da äußern wird. Ich bin jetzt nicht so der Fan, wo überall Glitzer sein muss. Vor allen Dingen nicht, wenn es so Pflegesachen sind. Also ich finde es schon so Duschgel mit Glitzer sehr suspekt. Wenn man sich mal überlegt, wo man sich überall mit diesen Duschgelen wäscht. Und womit man überall in diesem Glitzerbad da liegt. Ich will nicht wissen, wie lange sich der Glitzer auf meiner Haut hält im Endeffekt. Aber jedenfalls, der Duft ist wirklich wunderbar, sehr, sehr angenehm, sehr winterlich. Richtig, richtig toll. Ich freue mich und ich hoffe, dass ich es bald wieder schaffe, zu meinem Freund zu fahren und es zu benutzen. Das Blöde ist, immer wenn ich da bin, habe ich halt wirklich nur so 1-2 Nächte oder allerhöchstens 3 Tage, in denen ich baden kann. Das heißt, mehr wie 3 Produkte oder 2 schaffe ich meistens, kann ich nicht verwenden. Ich meine, ich kann nicht den ganzen Tag in der Wanne liegen, so schön es wäre. Aber mal schauen, ich freue mich auf jeden Fall, es auszuprobieren. Weiter geht's mit Wintermärchen. Ist auch ein Sinnessalz. Übrigens enthalten diese Sinnessalze 60 Gramm, habe ich beim letzten vergessen zu sagen. Und das hier kenne ich schon. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon da. Müsst ihr mir nochmal nachhelfen oder ich muss mal durch meine archivierten Videos oder Blogposts gucken. Ich meine jedenfalls, dass es das
schon mal gegeben hat. Und hierzu sagt Tete Sept, tauchen Sie ein in das idyllische Tete Sept Sinnesalz Wintermärchen. Stimmungsvoll verbindet sich die warme Farbe Rot mit einem zarten Hauch von glitzerndem Goldschimmer. Verdammt, ist da auch schon wieder Glitzer drin. Echt. Und dem würzigen, fruchtigen Duft nach Granatapfel und Nelke. Genießen Sie besinnliche Momente und ein wohliges Gefühl an kalten Wintertagen. Preis 1,39. Also ist natürlich alles immer Preisempfehlung. Schnuppern wir mal. Yep. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal auch Nelke mit drin war. Aber Granatapfel riecht mal raus. Und Nelke auch. Ich bin jetzt nicht so der größte Nelkenfan, gebe ich zu. Da muss ich wirklich mal schauen. Aber ich meine, dass ich vom letzten sehr, sehr angetan war. Aber ich meine, die Nelke ist zumindest dieses Mal stärker vertreten. Irgendwie so leicht anders riecht es schon. Ja, jedenfalls so sieht es aus. Weiter geht's mit, wieder in dem Sinnesalz, Land der Träume. Das meine ich, gab es als Konzentrat, also so als... hier, wie sowas hier in die Richtung, meine ich, gab es das auch. Entweder das oder auch hier, dass es das auch irgendwann letztes Jahr gab. Es kommt mir wirklich bekannt vor. Es kann aber wirklich sein, dass es das wirklich damals als Konzentrat gab oder als Duschbad, Schaumbad und jetzt als, wie heißt es nochmal, Salz halt. Ebenfalls 60 Gramm, ebenfalls 1,39 Euro. Und hier steht bei entspanntes Pflegebad mit Lavendel und Ylang-Ylang. Lavendel ist immer so, nicht so ganz mein Fall. Unterstützen Sie mit Tete Sept Sinnesalze Land der Träume das entspannte Einschlafen für ein erfrischtes Aufwachen am Morgen. In Ihrem ganz persönlichen Wohlfühlritual vereint sich die intensive Farbe von beruhigendem Dunkelviolett harmonisch mit dem zarten, blumigen Duft nach Lavendel und Ylang-Ylang. Schlafen Sie gut und träumen Sie schön. Gott sei Dank kein Glitzer. Yay. Das, wie gesagt, ach, das finde ich riecht aber irgendwie jetzt nach Weichspüler. Das riecht echt, also von dem Duft bin ich jetzt nicht sonderlich angetan. Lavendel rieche ich schon raus und ich merke schon so ein Ziehen in der Hirnrinde, deswegen schnuppere ich jetzt nicht dran. Ich kriege nämlich von Lavendel sehr schnell Kopfschmerzen. Gleichzeitig schlafe ich aber auch sehr gut ein davon. Das ist, nicht so ganz mein Fall. Es kann sein, dass ich das einfach beim Baden einfach etwas, das ist ja jetzt hier die geballte Schnupperladung, dass sich das ein bisschen verzieht. Aber mal schauen, klingt, ja, also wer von euch Ylang-Ylang und Lavendel mag, dem wird das gefallen. Und ich habe diesmal auch ein paar Schnupperproben bekommen, die ich verschenken werde, aber nicht, weil sie mir nicht gefallen oder weil ich sie nicht benutzen kann. Ich meine, gut, ich verschenke auch gerne mal Sachen, wenn ich wirklich zu viel davon habe, weil ich komme halt nur alle Jubeljahre wirklich dazu, so Salze auszuprobieren. Es tut mir furchtbar leid. Nein, diese Produkte sind für Kinder gemacht und die will ich euch mal zeigen und danach schenke ich sie meiner lieben Nachbarin, die gerade ein frisch geschlüpftes Baby bekommen hat und deren ältere Tochter, zweijährige Tochter, sich da bestimmt drüber freut über diese Badesachen. Und zwar haben wir hier einmal, das ist in so einer süßen dreieckigen Pyramidenverpackung, das kenne ich. Sowas hatte ich schon mal in der Hand gehabt. Das ist Blubbersalz Schlafmützchen, traumhaftes Blubbervergnügen mit beruhigendem Lavendelduft und zart pflegendem Mandelöl. Und das ist total niedlich gemacht. Also auch sehr, sehr kindgerecht gemacht von der Optik her. Was steht da alles? So viel getobt, jetzt ist der kleine Frosch Frolumbus müde. Frolelumps habe ich eben aus Versehen gelesen. Er nimmt Teddy in den Arm und liest aus dem Gute-Nacht-Geschichten-Buch vor. Die Schäfchen träumen schon auf den Wolken, es ist Sternenzeit. Komm, Teddy, noch ein wenig kuscheln, dann hüpfen wir ins Bett und sind Schlafmützchen bis morgen früh. Frolumbus wünscht sich ein Abenteuertraum. Und du? Und Tete Sept Blubbersalz Schlafmützchen enthält eine speziell auf die empfindliche Kinderhaut abgestimmte Rezeptur mit pflegendem Mandelöl. Lebensmittelfarbe färbt das Wasser blau-lila, der beruhigende Duft und der lang anhaltende Schaum verwandelt das Bad in ein traumhaftes Badeerlebnis. Finde ich ja süß, dass es sowas für Kinder gibt. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was nötig ist für Kinder, aber die haben halt dann mehr Spaß beim Baden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt gut ankommt. Ach ja, Preisempfehlung ist 1,49. Und enthalten sind, darf ich ja nicht vergessen, jetzt muss ich mal gucken,
50 Gramm für ein Vollbad ist das. Also das ist halt so eine Einmalpackung halt. Als nächstes haben wir sowas Flüssiges. Das ist ein Schaumbad Ferien auf dem Ponyhof. Wunderbare Schaumwolken mit fruchtigem Erdbeerduft und hautgesunden Mandelproteinen. So sieht's aus. Enthalten sind 40 Milliliter. Total süß. Ist halt so auf Mädchen getrimmt irgendwie so ein bisschen. Habe ich den Eindruck. Obwohl, nee, der Frosch. Ja, nicht unbedingt. Wobei ich finde, dass das Grinsen dieses Mädchens ein wenig zu breit ist und so ein bisschen gruselig rüberkommt. Aber jedenfalls ist das halt ein flüssiges Schaumbad für Kinder. Und hierzu sagt Tetisept, Tetisept Schaumbad Ferien auf dem Ponyhof enthält eine speziell für die empfindliche Kinderhaut abgestimmte Rezeptur mit hautpflegenden Mandelproteinen und reinigt mild. Da fehlt ein Leerzeichen. Unbedenkliche Lebensmittelfarbe färbt das Wasser rosa und der langanhaltende Schaum lädt zum Spielen ein. Finde ich sehr cool. Freut sie sich bestimmt. In der Duftprobe gibt es jetzt leider nicht. Nee, hätte mich aber interessiert. Und hier gab es zu dem anderen eine Duftprobe. Leider nicht. Nee, schade. Und das allerletzte Produkt, was ich euch heute in die Kamera halte und entgegenschmeiße, was ich wieder nicht verwenden kann und werde, ist von Tetisept Kinderbadespaß Knisterbad Räuberbande. So sieht das aus. Ist dann doch vielleicht ein bisschen mehr auf Jungs getrimmt. Und schon wieder haben wir so ein ganz breites Grinsen. So ein, ich weiß was, das du nicht weißt, Grinsen. Enthalten sind 50 Gramm. Extra lang knisterndes Badeabenteuer mit fruchtigem Apfelduft und hautgesunder Rezeptur aus Macadamia-Nussöl und Kakaobutter. Ich war kurz versucht, es tatsächlich für mich zu behalten, weil allein diese Beschreibung mit fruchtigem Apfelduft und Macadamia-Nussöl und Kakaobutter hat mich total gespannt gemacht. Aber nein, ich gönne es meiner Nachbarin und für die Kleine soll die ihren Spaß dran haben. Was sagt denn Tetisept dazu? Tetisept Knisterbad Räuberbande enthält eine speziell auf die empfindliche Kinderhaut abgestimmte Rezeptur mit hautpflegendem Macadamia-Nussöl und Kakaobutter. Ich kann echt nicht lesen, es tut mir furchtbar leid heute. Großer Badespaß ist mit dem grünen Badewasser, dem fruchtigen Apfelduft und dem extra lang anhaltenden Knistereffekt garantiert. Finde ich sehr cool, finde ich sehr witzig. Kinder haben bei sowas ja immer Spaß. Uns ist ja sowas immer suspekt, wenn wir uns in die Wanne setzen und es knistert. Heißt, wir sollten uns vielleicht doch mal wieder waschen, im schlimmsten Fall. Jedenfalls, Kinder haben an sowas echt viel Spaß und das finde ich ganz toll. Ja, das waren auch schon die Produkte, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kann natürlich mehr wie einen Schnuppertest erstmal nicht bieten. Es tut mir auch furchtbar leid. Und schaut es euch einfach mal in der Theke an, wenn ihr etwas davon verwendet habt und eine Meinung dazu haben wollt. Lasst ihr eurer Meinung doch freien Lauf in meinen Kommentaren. Ich freue mich immer darüber und bis zum nächsten Video. Adios!